Hearthstone, Heroes of Warcraft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Kartenchaos-Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Rotmac und wir haben diese Woche den Modus 3 gewinnt. Ja, 2 gewinnt hatten wir bereits einmal. Da konnten wir 2 Karten auswählen und unser Deck wurde vollgestopft mit diesen beiden Karten. Hier gilt, aller gute Dinge sind 3. Wählt 3 Karten, dann stellen wir euch ein Deck aus jeweils 10 Kopien davon zusammen. Ja, diesmal also 3 Karten auswählen und wir kriegen jeweils 10 Kopien, heißt 30 Karten. Ich habe mich für das erste Video für ein Kriegerdeck entschieden und zwar mit Zielattrappe, mit Stärken und mit Schildblock. Damit wir auch ein bisschen Karten nachziehen können. So, und ich würde sagen, wir starten auch gleich. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Los geht's. Garrosh gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Sieg oder Tod. So, gegen Jaina geht es also. Ich bin gespannt, was Jaina hier für ein Deck zusammengebastelt hat. Ich würde mal raten, ein Mana-Würm, irgendwie arkane Geschosse und vielleicht ein Frostblitz, würde ich jetzt mal so raten. Schildblock kommt erstmal raus. Ich möchte gerne noch eine Zielattrappe, wenn es möglich ist. Computer sagt nein. Schade. Schade, schade. Das heißt, ich werde mir hier das Ganze noch ein bisschen aufsparen. Ich will nicht eine Zielattrappe hier raushauen. Das ist bei ein bisschen übertrieben. Ich möchte gerne schon mit 2, 3 Zielattrappen rauskommen und einen Stärken draufhauen. Da kommt die Zielattrappe, die zweite. Ich würde sagen, damit können wir schon mal arbeiten. Ne? Damit kann man schon mal arbeiten. Wir hauen die beiden raus. Einmal Stärken drauf. So, am besten wäre natürlich, wenn ihr zu Beginn möglichst viele Zielattrappen habt und dann einfach das Ganze mit Stärken einmal oder zweimal dann pushen könnt. Dann Runde für Runde immer größer machen könnt, diese kleinen Zielattrappen. So, mit 2 Mana und sie hat noch eine Münze nicht vergessen. Ich bin gespannt, was da kommen mag. Eine Münze und jetzt für 3 ein Geheimnis. Ein Geheimnis, alles klar, sehr schön. So, dann machen wir doch hier erst einmal, komm, ich ziehe eine Karte. Oder auch nicht, Gegenzauber habe ich mir schon fast gedacht. Das Coole ist ja, ist mir egal. Es ist mir sowas von egal. Denn ich weiß jetzt, Gegenzauber hat sie einmal in der Hand. Die Frage ist, was kommt sonst noch? Wahrscheinlich wieder ein Konter. Nur habe ich diesmal 2 Stärken. Jo, wir können die einfach weiter stärken. Hier die beiden. Das ist weg, das ist okay. Aber trotzdem wird hier gestärkt, ob es dir passt oder nicht, meine Liebe. Und da geht's mit 8 Schaden ins Gesicht. So, noch 18 live, das sollten wir eigentlich schon hinkriegen, habe ich das Gefühl. Aber wir werden es sehen. Was hat sie denn sonst noch? Gegenzauber haben wir jetzt gesehen. Das ist ganz klar drin. Und da gibt sie auf. Da gibt sie schon auf. Okay, wir haben jetzt was 5 Minuten. Nein, nicht einmal. 3 Minuten gespielt oder so. Ich würde sagen, liebe Freunde, wir machen heute ein Sondervideo. Und zwar spielen wir gleich noch eine zweite Runde mit dieser Klasse. Ja? Ich mache 3 Videos mit 3 Klassen. Und wenn die Spiele zu schnell gehen, dann machen wir einfach noch ein zweites Spiel. Ja. Dieser Modus ist dafür gemacht, dass wir hier einfach mal 2 Spiele in ein Video knallen können. Wir drehen voll durch. Völlig, völlig, du. Aber hey, würdiger Gegner ist gefunden. Und es ist ein Malfurion. Ja, Jaina hat wohl was ausprobiert. Hat nicht geklappt. Aber hier bin ich mir ganz sicher, was da kommen mag. Und zwar wird hier der gute Druide natürlich darauf spielen, dass wir keine Karten mehr in der Hand haben. Ich finde das Deck relativ langweilig. Mit Tiefenlichtorakel, mit Kreislauf der Natur und lass mich lügen. Ja, wir werden es ja gleich sehen. Einfach Mana machen, generieren. Ja genau, anregen. Anregen da. Ja, ist genau das Deck. Das hat jeder Zweite, hat dieses Deck. Und ich finde das relativ öde. Das Schöne ist, wenn sie es falsch... Barnes? Das kenne ich gar nicht, dieses Deck. Wow, okay. Dann grüßen wir den lieben Herrn sogar noch. Was hat der denn eigentlich? Was kann der eigentlich? Eines zufälligen Dieners in eurem Deck herbei. Okay, 1-1, Todesröschchen, legt alle Drachen aus eurer Hand auf das Schlachtfeld. Okay. Warum auch nicht? Dann könnte er hier die ganzen... Oh, das ist gar nicht mal so eine schlechte Sache. Gar nicht mal so schlecht.
durchdacht. So, aber, liebe Freunde, ich überlege gerade, ob wir bereits die Zielertrappen raushauen wollen. Ach komm, komm raus damit. Auf dem Tisch müssen sie sterben, die Guten. Einmal Münze, dann Spott hier, alles klar. So. Er hat Barnes, Todesschwinge und was kommt denn noch? Wie viel ist ein Todesschwinge eigentlich? Die Karte, 10-10? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Aber es ist natürlich eine clevere Kombination, ja. Es ist wirklich, das ist gut. Jetzt kriegt er die ganzen Ding. 12-12 sogar. Meine Fresse. Okay, coole Kombination, mein Lieber. Coole Kombination, darf man auch mal sagen. Danke. Nicht danke, ich meine gut gespielt, aber okay. Gespielt. So, mach einfach mal Schild und geh mit 2 drauf. So, komm, ist ja egal. Ist ja egal. Das haben wir sowieso verloren. Das ist ganz eine schlaue Sache hier. Gefällt mir ganz gut. Wie ihr dieses Deck zusammengebastelt habt. Ja, ich würde sagen, wenn das so schnell geht, dann können wir vielleicht noch ein drittes Spiel reinbringen. Dann haben wir 3x3 Spiele vielleicht. Wer weiß, wer weiß. So, kriegen wir auf die Fresse. Alles klar. Bam. Und noch eine Zielertrappe. Ja gut, nützen tut die mir auch nichts mehr. Hau mal raus, hau mal raus. So, gut gespielt. Aufgeben werde ich nicht. Das geht nicht. Aufgeben geht auf keinen Fall. So, lieber Shutani. Noch ein Barnes. Anregen. Noch ein Barnes. Kann natürlich auch in die Hosen gehen, ja? Kann natürlich auch in die Hosen gehen, wenn er falsch zieht. Beziehungsweise der Falsche herbeigerufen wird. So, aber haben wir auf die Fresse gekriegt von Shutani. Ja, geht ja relativ zackig. Ich würde sagen, wir machen gleich noch das dritte Spiel mit dem Krieger. Da haben wir jetzt 1-1. Und jo, bin mal gespannt. Das Schöne ist, es gibt ja extrem viele Druiden. Wie gesagt, mit Anregen, Tiefenrichtorakel und mit Kreislauf der Natur. Garrosh gegen Jaina. Gegen Leo. Nochmal eine Magierin. Ja, hallihallo. Und das sieht doch ganz gut aus für ihn zu Beginn. Das behalten wir gleich mal so. Ich grüße dann auch Jaina gleich mal. Moment, hier, jetzt. Hier, grüße, Leo. So, wie sieht's denn aus? Können wir spielen? Ja, hallihallo, hat sie gesagt. Und dann bringen wir doch die drei kleinen Maskottchen raus. Eine Münze einmal hier und gut ist. Ja, was wollte ich sagen mit den Druiden? Wie gesagt, mit Tiefenrichter, Orakel, Kreislauf der Natur und Anregen. Wenn sie es falsch spielen und sie am Anfang bereits Tiefenlicht-Orakel raushauen, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, extrem viele Zielertrappen in die Hand zu kriegen und damit dann einfach mit einem Stärken das Ganze hier zu pushen und den Druiden wegzukloppen. Aber ist relativ schwierig, weil die meisten warten ein bisschen ab und dann können sie natürlich auch die ganzen Zielertrappen zerstören mit Kreislauf der Natur, was natürlich dann auch nicht so witzig ist. So, mehr kann man da auch nicht machen. Im nächsten Zug kann man Schildblock spielen, falls wir kein Stärken kriegen. Da ist ein Geheimnis draußen. Wir sind gespannt. Ist es wieder ein Konter? Wir schauen mal. Ist kein Konter. Okay, ich krieg nochmal einen Schildblock. Ist vielleicht Spiegelgestalt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie hier kopieren möchte. Die Diener des Gegners. Bei mir hätte sie da nicht so viel Glück mit den Zielertrappen. Ah, ein Stärken zum Zweiten. Das ist natürlich schön, das brauchen wir gleich mal. Hier ein bisschen das Ganze pushen. So, und dann sollten wir eigentlich... Oder ist es ein Eisblock? Das wäre natürlich ekelhaft, ein Eisblock. Dann könnte sie mit Feuerball hier immer schön Schaden drauf machen. Solange sie einen Eisblock in der Hand hält. Ich gehe davon aus, es ist ein Eisblock. Alter Falter. Das Schöne ist aber, wir können natürlich hier mit dem Schildblock entgegenwirken. Dann wird das nicht allzu heftig hier. Raus damit. Pushen. Und es ist, genau, Eisblock. So, jetzt müssen wir das Spielchen so lange spielen, bis entweder sie keinen Eisblock mehr zieht oder wir keinen Schildblock. Alter Falter, jetzt wird's interessant. Das könnte sich jetzt ziehen. Das Video wird vielleicht jetzt viel zu lange. Viel zu lange. Mal schauen. Ein Geheimnis müsste raus. Oh, Frostnova.
Boah, das natürlich ekelhaft. Richtig, richtig übel. Ganz, ganz übel. Meine Fresse. Ja, wenn das natürlich so läuft, dann, ja gut, wir haben hier natürlich auch noch ein Schild, das wir bauen können. Alter, das könnte sehr, sehr interessant werden. Er hat natürlich, Leo hat natürlich die Möglichkeit, hier das Ganze so lange in die Länge zu ziehen, mit, indem der einfach die Gegner einfriert oder sich einen Eisblock macht. Oh Mann, oh Mann. Gut, wir pushen einfach mal schön weiter, mal was können. So, hier kommt nochmal ein Schildblock, komm, raus damit. Hätte ich jetzt vielleicht nicht machen müssen, naja, egal. Hätte ich wohl lieber hier aufrüsten gebraucht, aber es ist egal, es ist egal. Es kommt sowieso nur darauf an, wer zieht einmal die falschen Karten. Ein Feuerball für 6. So, und jetzt eine Frost, aber er kriegt immer weniger Karten so in die Hand, das ist natürlich schön. So, wir hauen das auch noch raus. So, dann Spott. Hier mal Rüstung. Nochmal aufrüsten und nochmal aufrüsten. So, die Diener sind zumindest groß genug jetzt. Bisschen, ne? So ein bisschen, klein bisschen. Ja, ja, das passt schon. Aber solange er einen Eisblock oder einen Frostnova in der Hand hat, wird das hier nichts. Er kann natürlich auch einfach nur einfrieren oder ein, ja, einen Eisblock. Und da geht er mit einem Schaden mir ins Gesicht. Er hat also keinen Feuerball mehr auf der Hand. Okay. Wir können hier... So. Angreifen müssen wir trotzdem, damit der Eisblock auch weggeht. Und ich habe das Gefühl, wir ziehen den schlechteren, weil unsere Karten sind schneller down als seine. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich richtig doof. Ein Schaden so ins Gesicht. Ein Geheimnis. Frostnova hat er wahrscheinlich jetzt auch noch 3 in der Hand. Darf er aber nicht spielen, auf gar keinen Fall. So. Rüstung machen, warten. Alter Falter, dieses Spiel. Dieses Spiel wird sich ziehen. Obwohl, ich muss sagen, ja, wir haben noch 11 Karten, er 16. Eieieiei. Er hat aber nur noch 6 live. Wir können natürlich hier mit Rüstung einiges gut machen. Jetzt spielt er Frostnova. Was heißt, er hat kein Geheimnis mehr auf der Hand. Was hat er denn jetzt? Alles unter Frostnovas? Na komm, hier. Stärken. So. Eieiei. Wer macht einen Fehler? Beziehungsweise, wer zieht die falschen Karten? Er kommt mit Frostnova, denke ich mal. Genau. Fast ein bisschen öde hier das Spiel. Es fast ein bisschen öde. Aber nur fast. So, Schild. Und da kommt. Ja, das ist ein Riesenspiel hier. Ein Riesenspiel. Frostnova, er hat noch 3 Karten. Fantastisch. Ja, fantastisch ist es. Du sagst es. Das Schöne ist, ich gehe ja immer weiter weg mit dem Rüstung. Er kann immer nur einen Schaden machen. Und ich hau hier immer wieder schön drauf. Ich, Schildblock. Ich spiele es jetzt nicht, ne? Ich spiele es jetzt nicht, weil ich will nicht noch weniger Karten haben. Wir haben genug Rüstung. Er hat keine Feuerbälle. Das Ding ist, wenn er keine Feuerbälle hat, dann wird es ihn auch einmal nehmen. Hier einfach nur Rüstung. Alter Falter. Dieses Spiel geht in die Geschichte ein wahrscheinlich. Eigentlich wollte ich ja 3 Spiele machen hier in einem Video. Und jetzt geht das trotzdem schon. Was, 10 Minuten? Na gut, geht eigentlich noch. Bisschen mehr, ne? 13 Minuten oder so. Rüstung, angreifen nicht vergessen, sonst ist hier das Geheimnis für nix. Boah, ist das ein... Oh, fast ein bisschen langweilig. Hab ich doch schon mal gesagt, ne? So, Leo. Mein guter Freund. Hast du keine Feuerbälle mehr? Sag mal. Sind dir die Feuerbälle ausgegangen, oder was? Denn wenn dem so wäre... Rüstung nicht vergessen, ja. Trotzdem noch konzentriert bleiben, liebe Freunde, weil sonst geht das hier richtig in die Hosen. Wenn das so wäre, dass er keine Feuerbälle mehr hat, dann verliert er das Spiel wahrscheinlich. Ich meine, er hat 5 Karten weniger. Er hat nur noch 6 Life.
Das wird ihm relativ schnell mal zum Verhängnis werden. Ich denke nicht, dass er das Ganze hier überlebt. Hier, komm, noch aufrüsten und so, stärken, alles klar. So, die ganz Schlauen unter euch, die können sich vielleicht jetzt schon ausrechnen, wer gewonnen hat und wer verloren hat, aber da reichen meine Hirnzellen nicht mehr dafür. So, jetzt kommt ein Feuerball, der hat noch zwei Karten auf der Hand. Wir dürfen gespannt sein, die ganzen Rüstungen hier, ich mach die nicht. Oh, scheiße, jetzt habe ich, fuck, Entschuldigung. Oh, jetzt habe ich vergessen anzugreifen. Wie gesagt, man muss halt doch noch konzentriert bleiben hier. Damn it! Wenn ich jetzt wegen dem verliere. Alter, nein, das darf nicht wahr sein. Also, komm. Stärken drauf. So. Und Rüstung nicht vergessen. Eieiei. Habe ich ihm eine Runde geschenkt. Verdammte Axt. Das ist natürlich nicht schlau. Weil das summiert sich natürlich dann vom Schaden her. Habe ich es jetzt gerade richtig vergeigt hier? Man weiß es nicht. Leo macht hier munter weiter mit einem Feuerball mir ins Gesicht. Damit kann ich leben. Eine Frostnova. Damit kann ich auch noch leben. 7 Karten. Hier noch 2. Alter Falter. Interessant, interessant. So, noch 2 Karten. Das wird wahrscheinlich ein Geheimnis und eine Nova sein oder so. Eine dritte ist auch noch mit dabei. Ich hoffe jetzt, er hat mehr Feuerbälle in der Hand, weil dann kann er nur Schaden machen und nicht die Runden überleben. Und das ist das Gefährliche, dass er die Runden überlebt. So, jetzt gehen wir damit mal drauf. 20 Schaden, Alter, der Schaden, der hier auf dem Board liegt. Damit könnte man so einige Spiele gewinnen. So, jetzt geht's ihm aber dann auch... Boah, noch 5 Karten. Na, das ist doof. Das ist jetzt richtig doof. Was kriege ich denn? Jedes Mal das Doppelte an Schaden. Das dürfte knapp werden. Sehr, sehr knapp. So, ein Geheimnis. Das hauen wir gleich erstmal weg. So. Und dann hat der Gute hier noch 4 Karten gleich. So. Aber ich denke, wir ziehen den kürzeren. Wie gesagt, das Video geht viel zu lange. Viel zu lange. Und jeder sitzt hinter dem PC und sagt sich, Junge, das Spiel hast du eh schon verloren. Wieso spielst du das noch fertig? Weil ich's kann. So einfach. Ein Geheimnis, so noch eine Karte. Wenn er jetzt einen Feuerball, 2 Feuerbälle nacheinander zieht, dann könnte ich eigentlich gewinnen. 2 Feuerbälle am Stück. Dann könnte ich das Spiel wirklich gewinnen. Es wird spannend. Es wird richtig spannend am Ende noch. Jetzt hat er noch 3 Karten. Mit 6 Life ist auch nicht viel. So eine Frostnova kommt wahrscheinlich. Nachher mal wieder Zeit für eine Frostnova, nicht? Oh, hat er 2 Feuerbälle in der Hand. Was kommt jetzt? Eine Frostnova. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass da nur noch eine Frostnova nachkommt. So. Nicht eine Frostnova, Entschuldigung, ein Feuerball. Was hast du? Was hast du, mein Freund? Ich überlebe schon noch 1-2 Runden. Ein Feuerball. Er hat einen Feuerball. Sehr schön. Und somit haben wir auch das Spiel gewonnen. Wie schön. Wir müssen nur noch angreifen. Das dürfen wir nicht vergessen, natürlich. Et voilà. Und dann mit 20 ins Gesicht, wollte ich sagen. Aber gibt auf. Okay, so haben wir dann doch noch gewonnen mit dem Krieger. Sehr schön. 2-1 mit dem Krieger in einem Video. Wahnsinn diese Woche. Wahnsinn, liebe Freunde. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, auch wenn es sich ein bisschen gezogen hat. Alles klar. Ansonsten auf meinem Kanal gibt es jede Menge andere Videos. Es gibt Guides zu Eine Nacht in Karazhan. Es gibt Let's Plays wie zum Beispiel The Walking Dead Michonne, was momentan läuft. Ja, schaut euch um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Rotmac. Ciao. Oh, yeah.